Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft, das Modbuch. Ja, ich habe es geschafft, die Sachen zu holen. Und natürlich habe ich nicht alles hingekriegt. Mir fehlte ein Inscriber, also so eine Presse halt. Ich konnte nur drei finden. Heißt also, den Logic Press konnte ich auf jeden Fall zweimal finden. Na? Ah, das brauche ich nicht, das brauche ich. Also wie gesagt, den konnte ich zweimal finden, aber ich brauche den nur einmal. Ich musste mir, wie gesagt, eine Diamantspitzhacke craften. Okay, das kommt in die Erzkiste rein. Der Sand kommt dahin. Ja, und wir starten natürlich wieder mit einer Nacht. Aber bevor ich ins Bett gehe, mache ich einmal Grout. So. So, dann mache ich noch den restlichen Grout fertig. So. Je mehr Grout, desto besser. Heißt also, ich muss jetzt ein paar Öfen machen. So. Zu den Öfen muss ich ja halt auch die Kohle richtig sortieren. Wovon ich leider auch schon wieder nicht so viel habe. Mann. Heißt also, ich muss eine So, drei Stück, drei weitere Öfen. So. Halt also, ich muss so langsam, aber sicher auch mal dran denken. 1, 2, 3, 4, 7, so. Dass ich mir auch mal so eine Baumfarm erstelle. Die will ich mir... Wo wäre die am besten? Weil dann wegen der Kohle. Was ich jetzt hier gerade mache, wird da für die Smeltery fertig gemacht. Ja, jetzt bin ich gerade hier ein bisschen planlos. Aber ich guck mal kurz ins Buch rein, wie so eine Baumform geht. So. Also ich mache nicht alles richtig in Kapiteln. Ah, hier haben wir es ja. Automatische Farm. Vom Weizen bis Farm. Planter Gatherers. Plant Thrower. 4 Item Ducks, ein Server und ein ME Import Bus. Nee, das brauche ich nicht. ME Import Bus wäre dann nur gut, wenn
wenn ich ein ME-System hätte. Also auf jeden Fall so ein Energiekabel. Steinfarm. Einmal Lava, einmal Wasser, Mechanical Miner, eine Truhe, Redstone Furnace und ein ME-Import-Bus schon wieder. Ey, das brauche ich doch erstmal noch nicht. Ich brauche jetzt erstmal eine Möglichkeit. Ich brauche einen Stirling Generator. Aber den kriege ich ja nur, wenn ich einen Dark Steel mache. Okay. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie kriege ich jetzt Dark Steel her? Okay, bei Crafting Dark Steel haben wir ein kleines Problem. Da hätte ich gedacht, dass ich das Rezept kenne, aber das war schon wieder anders. Heißt also, ich muss mir eine andere Art Generator bauen. Nee. Und zwar ein aus Extra Utilities. Survival kriegt man schnell hin. Kobbel, also das wären dann 13, nee, doch, 13 Kobbel, 2 Redstone und ein Eisen. Mache ich erstmal das fertig. Ja. Habe ich ein bisschen mehr Kobbel geholt. So. Ach hier. Ein Eisen war das. Wo warst du? Da. Ah, jetzt fängt er schon wieder an zu laggen. Hallo. Hallo. So. Da haben wir Punkt 1 schon mal. Na. Was war es noch? Energie, ja, da bin ich ja jetzt gerade dabei. Wie gesagt, das mit dem Stirling Generator wird ein bisschen schwieriger. Ich mache mir erstmal die automatische Baumfarm. Was brauche ich für den Plantgen? Plant Fertilizer, Plant Gatherer. Machine Case, da brauche ich Spruce Planks, einmal ein Block of Redstone. Alter, da brauche ich ja echt viel für. Wo
Wobei, für den hier brauche ich nicht so viel. Da brauche ich gerade mal nur 9 Redstone, Oak Planks oder so. Und 4 Eisen. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ein bisschen Redstone habe ich ja. Und einmal Oakwood Planks. So, dann machen wir das schon mal. Dann haben wir die Maschinenchassing fertig. Plastik, Dry Rubber, Latex Protection. Oh, Mann! Also da. Also ich kann euch sagen, also das wird echt eine harte Arbeit. Sich hier eine automatische Baumfarm hinzustellen. Wird nicht gerade einfach. Auf keinen Fall. Das wird echt heftig, das kann ich euch jetzt schon sagen. So viele Ressourcen, wie ich dafür brauche, ey. Da bin ich ja jahrelang am Farmen, ey. Das heißt also, ich muss immer offscreen immer für euch farmen. Damit ich hier... Oh ja, da. Warte mal. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Buch und Feder. Wenn ich hier... Oh, ne, Nähter muss ich ja auch noch. Und wird schon wieder dunkel, ey. Komm. Mann, 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 ey. Also das wird meine Folge, ey. Ihr wisst nicht, was ich gerade für ein Gesicht ziehe. Ich hab's gerade mal geschafft, einen Survival-Generator hinzukriegen, ey. Heißt also... Erzverdopplung. Steht erstmal an. Bevor ich überhaupt was Richtiges machen kann. Wir müssen vom... Sterling-Generator auf den Survival-Generator umsteigen. Den Pulverizer müssen wir aber auf jeden Fall hinkriegen. Den gebe ich jetzt mal ein. Ja, weil dafür haben wir ja schon einiges. Also wir haben das Gold. Pisten. Okay. Hierhin. Noch einmal, das wird dann für den, das eine Gerät. So. So, da haben wir schon mal das erste Objekt. Glas. Richtig, das wollte ich ja auch noch brennen. So, da haben wir die ersten... ...4 Stacks fertig. Okay, wo habe ich denn jetzt das... Da. Und da brenne ich mir das mal eben durch. Ne?
Okay. Da will einer aus Mul. Na? Okay, wo bist du? Egal. Ja. Find ich gerade einfach. So, das dahin. Okay, Kupfer brauche ich. Davon habe ich ja jetzt genug. Ey, sag nicht, ich habe gerade das verarbeitet, was ich brauche. Oh. Tja. Das ist gerade immer der Blödsinn. Okay. Wo ist denn jetzt? Hä? Ach da. 1, 2, 3, 4. So, da haben wir schon mal den Tingier. So, da haben wir das Glas. Da müssen wir hin. So. Okay. Wo ist der schon mal? Jetzt brauchen wir noch einmal Gold. Oh. Dann nehmen wir einmal den hier. Schmeißen. Besten zwei Blöcke rein. Uff. Also das wird echt eine lange Folge. Wieder mal. Eine echt anstrengende Folge. So. Dann haben wir den schon mal fertig. Hatte ich ja nebenbei auch noch Gravel gehabt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, davon müssen wir mal eine Kohle abzwacken. Weil ich brauche zweimal Kupfer. Ja. Was brauchte ich denn noch? Ach, den Redstone Furnace. Da ist er. Und dafür brauchte ich die Bricks. Dann brauchte ich nochmal... Alter! Ich glaube, dann mache ich das mit dem Pulverizer erstmal fertig. Dann habe ich diese kleine Erzverdopplung schon mal. Okay. Ach ja. Einmal.
So. So, da haben wir schon mal Nummer 1 gleich. Der Pulverizer ist schon mal fertig. Für den Redstone Furnace brauchen wir nur Machine Chassis. Also, nochmal Zinn. So. Jetzt muss ich mir nochmal angucken, wie der nochmal aufgebaut worden ist, weil jetzt weiß ich ja vergessen, aber ich bin froh, dass ich das Buch dafür habe. Okay, Kiste, Pulverizer, daneben der Generator, also Sterling Generator, aber ich habe nur den Survival Generator und darunter halt der Redstone Furnace. Heißt also, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Holz klatschen. Brauche ich denn jetzt meine Axt? Na da. Manchmal ist es nervig. Ach ja. So. Besten stelle ich mal hier hin. So. Da oben soll halt die Kiste hin. Ach ja, es sollten ja zwei Kisten sein. So. Ups. So. Konfiguration auf Einlass. So. Schritt 1 erledigt. So. Na, bitte. Also so ein Minecraft-Nachttag ist echt kurz.
Okay. Perfekt. So. Vier. Davon wird sie auch. Zwei. Ich sagte zwei, nicht ein. So haben wir schon mal eine kleine Erzverdopplung. Ist für mich echt wichtig, weil das ist schon mal eine kleine Erzverdopplung. Hier fehlt halt der Redstone Furnace. Einlass, Auslass. So. Kriege ich schon mal. Na? Ich habe mich schon gefragt, wo du warst. Hä? Ah. Ach komm schon. Immer hängst du dich auf. So, dann haben wir schon mal wieder aus vier diesen Kopferherzen. Ein bisschen mehr das Erz schon mal verdoppelt. Das heißt also, ich muss jetzt 8 Bricks noch mal brennen. 8 mal Clay. Wo habe ich denn das Clay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Das machen wir bei hier. So. Ich dachte schon, mit den Redstone Furnace würde ich nicht fertig werden, aber ich werde fertig. So. Da haben wir Nummer 1 schon mal. So. Heißt also, ich brauche jetzt nur noch 2 Eisen. Das mal hier mit rein.
Das Eisen schmelzen wir mal eben. Hallo, schmelzen, nicht da drauf gehen. So. So, ein Eisen noch und dann haben wir's. Mit Pulverizer mir immer noch Eisen. So. Wenn er zu Gott kommt, weiß ich noch nicht, aber... Oh! Du schaufelst mich nicht zu Tode. So. Dann wird da schon wieder eine lange Folge. Aber diesmal ist die Folge ein bisschen produktiver. Oh, ich habe durch das Pulverized Iron auch ein bisschen Nickel bekommen. Sinaba habe ich rausbekommen. So, und jetzt das hier erstmal weggepackt, das auch. Aber davon brauche ich noch zwei. So, das kommt damit rein, da brauche ich aber nur einen für. Okay, hab mich verguckt. So, dann haben wir ja da eigentlich die Redstone Furnace jetzt auch fertig. So. Damit ist die automatische Erzverdopplung offiziell fertig. Oh ja, die automatische Erzverdopplung ist hiermit fertig. Das Kompa habe ich auch ein bisschen Gold bekommen. Ja. Mal kurz F1 drücken. So. Gerade ein Screen gemacht. Ja. Und damit wäre die heutige Folge auch schon wieder abgeschlossen. Also. Ich sage, bis zum nächsten Mal.
euer Corganto bei Minecraft das Modbuch.